InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Stop what really matters. Has only just begun. Join the Urban Air Mobility Project. Eines Tages wird das die Realität sein. Unter dem Motto von Ried in die weite Welt, die Zukunft startet in der Weberzeile, präsentierten der oberösterreichische Luftfahrtkonzern FACC und Österreichs marktführender Shopping Center Betreiber SAS Spar European Shopping Centers am Mittwoch, 9. Oktober in der Weberzeile Ried das autonome Air Taxi. Die Kooperation umfasst eine exklusive Ausstellung, die ab 10. Oktober startet und danach in weiteren ausgewählten SAS-Centern österreichweit gastiert. FACC und SAS machen somit Innovation in einzigartiger Weise und zum ersten Mal einem breiten Publikum zugänglich. Die Serienproduktion wird noch 2019 beginnen und ein wichtiger Schritt für die Entwicklung der autonomen Luftfahrt sein, die heute in Teilen Asiens bereits Realität ist. Wenn man so ein Produkt der regionalen Bevölkerung auch vorstellen darf, auch nochmal mein Dankeschön an die Weberzeile, das zu ermöglichen, ist das eine super Sache, wenn man zeigen kann, was unsere Kolleginnen und Kollegen jeden Tag leisten und bauen. Super Geschichte. Man hört heute auch von bereits 1000 Aufträgen, das ist eine stolze Bilanz. Ja, auf alle Fälle. Unser Kunde ist da sehr weit, hat im asiatischen Raum sehr gut verkauft und wir werden auch die Auslieferungen jetzt starten. Selber schon geflogen, haben wir schon gehört. Wie ist das, wenn man Leute spricht, die das erste Mal in die Luft gegangen sind damit? Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Mir persönlich hat es gefallen. Es ist sehr ruhig, vibrationsarm. Man hebt sehr sanft ab, fliegt von A nach B. Eine ganz schöne Geschichte, angenehm zum Fliegen. Wirtschaftlich gesehen jetzt eine Nebenachse, aber ein irrsinniger Image pro Fonda. Ja, man muss in die Zukunft schauen. Es gibt Prognosen, man spricht von einem Marktpotenzial von Größe 25 bis 30 Milliarden US-Dollar zum Ende der nächsten Dekade. Ja, und da wollen wir natürlich mitnaschen. Wo wird dann ausgebaut werden? Jetzt bauen wir mal die ersten paar hundert in den Stammwerken hier in Österreich. Da haben wir genügend Platz und Kapazität. Ziel ist aber, regional zu bauen, also Europa hier aus Österreich, Nordamerika aus unserer Fabrik in Wichita und Asien aus unserer Fabrik in Shanghai. Interieurmäßig kann man da aus Holz was machen? Ja, wir müssen nur schauen, dass es nicht zu schwer wird. Welche Holzarten würden sich da eignen? Abgesehen von Balsaholz. Ja genau, so in die Richtung könnte das gehen. Ja. Ja, Holz kann viel, aber wenn es darum geht, leicht zu sein, wie es also jetzt die Composite Components von FACC sind, dann wird es schwierig für Holz. Stolz auf die Innovationspartner aus dem Innviertel? Ja super, total stolz. Also das Innviertel ist so eine geile Wirtschaftsregion und das ist wieder ein wunderbares Beispiel dafür, also super. 60 Jahre Team 7, 30 Jahre FACC. Die haben noch was zum Nachholen, ne? Ja, genau. Wir sind schon länger dabei und die haben ordentlich was vorgelegt in 30 Jahren. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Herr Landesrat, wird das ein Fortbewegungsmittel der Zukunft auch für die Politik sein?
Ich hoffe, die Mobilität ist voll im Umbruch und man sieht ja, dass wir auf einer Ebene in manchen Städten Schatztouren haben, dass wir noch füreinander kommen. Oben haben wir Platz und FACC ist einer der Innovationstreiber in unserem Land, Gott sei Dank. Und nachdem die schon 1000 Vorbestellungen haben, wird das sicher gelingen. Und ich freue mich schon darauf, ich habe bei Robert Machtling ausgemacht, dass wir möglichst in ein paar Monaten schon den ersten Flug gemeinsam machen. Helmut Lessack, wo werden die Besucher mit den Lufttaxis landen im Ried auf der Messe? Ja, ich glaube, wir sind da wirklich bevorzugt mit dem Gelände, was wir haben. Also wir werden jetzt nicht nur E-Tankstellen machen, wir werden auch jetzt Parkplätze machen für Flugtaxis im nächsten Jahrzehnt. Ja, Herr Prisas, wann steigen die Autokonzerne in dieses Geschäft ein? Ja, wir sind dabei, die moderne Mobilität zu gestalten, aber derzeit sind wir noch nicht so weit, dass wir hochsteigen. Aber kann man schon sagen, dass FACC eventuell den Audi unter den Airtaxis baut? Ich denke schon, die Qualität stimmt immer bei FACC. Es sind sehr tüchtige Leute dort. Ernesto, wann wird es die Speisen mit dem Lufttaxi serviert geben? Hoffentlich bald, aber so schnell waren wir heute schon, wie mit dem Taxi. Ja? Mit dem Airtaxi. Eine tolle Geschichte. Eine super Geschichte mit dem Ried. Super, Kompliment. SAS ist in der Branche bekannt dafür, Neuerungen und Trends als erstes einzuführen, von Shopping-Innovationen, Star-Architektur, State-of-the-Art-Technologien, Partner der ersten gemanagten Einkaufsstraße Österreichs in Wien bis hin zur ersten Ausstellung eines Airtaxis, die vom Shopping-Center Weberzeile initiiert wurde. Herr Magister Andechslinger, plant man schon, die Kunden in Zukunft von zu Hause mit dem Airtaxi abzuholen zum Einkauf? Also ich habe heute erfahren, wie groß die Grundfläche sein muss, dass es landen kann. Das ist gar nicht so groß. Aber Spaß beiseite, ja, wir beschäftigen uns damit. Es gibt in Zukunft viele verschiedene Fortbewegungsmittel und wir stellen uns natürlich darauf ein. Wir haben auch nicht erst heute damit begonnen, sondern doch schon vor einiger Zeit. Aber für mich war es heute das erste Mal, das Airtaxi live zu sehen. Und das spornt mich noch mehr an, gemeinsam mit unserem Team da intensiv dran zu arbeiten. Und ich bin mir sicher, es funktioniert und es wird relativ rasch für uns zum Alltäglichen werden. In 10 Jahren werden wir vielleicht schmunzeln, was für ein Hype darüber war, weil in 10 Jahren wird es normal sein. Also anstatt Weberzeile gibt es dann Weber Airport? Es wird beides geben. Also wir werden einen Platz finden, wo die Airtaxis gut landen und wieder wegfliegen können. Aber die Weberzeile bleibt ein Erlebniscenter. Und wir schauen auch schon, wo wir es unterbringen. Ich habe heute schon zum Bürgermeister gesagt, der Kreisverkehr wäre ideal. Er hat jetzt noch nicht gleich Ja gesagt. So ist er. Ja, gut Ding braucht Weile, aber wenn es dann soweit ist, dann passt's. Herr Perotti, große Nachfrage, großes Kris, auch von vielen, die das Lufttaxi jetzt haben wollen. Definitiv. Es ist unglaublich, was wir, seitdem wir mit diesem Thema in der Öffentlichkeit sind, an Feedback bekommen, an Begeisterung und Interesse für dieses Thema. Also man sieht, die Menschen haben wirklich satt im Stau zu stehen und suchen nach neuen Lösungen, wie sie effizienter und besser von A nach B kommen. Und wir freuen uns, dass wir hier relativ weit sind, um ihnen eine derartige Lösung auch bieten zu können. Was kosten diese Luftgefährte? Weiß man schon einen Preis? Wir stehen derzeit bei einem Verkaufspreis von rund 300.000 Euro. Muss dazu sagen, wir sind noch im Vorserienbereich. Demnächst geht es in das Serienmodell. Wenn wir in der Großserie sind, werden wir ein wesentlich günstigeres Pricing erzielen. Man muss aber auch dazu sagen, zu Beginn wird es aus regulatorischen Gründen eher unwahrscheinlich sein, dass sich der Endkonsument oder die Endkonsumentin ein Lufttaxi kauft, das auf oder in seine Garage oder ihre Garage stellt und dann herumfliegt, wie es gerade passen wird. Da wird die Regulierung nicht mitspielen. Ja, das, was in greifbarer Nähe ist, sind sogenannte Operator-Based-Modelle, wo sie Unternehmen haben, diese Lufttaxis kaufen und die sie dann, wie sie ein Taxi rufen oder ein Uber buchen, auch nutzen können, um von A nach B über vordefinierte Start- und Landepunkte auch fliegen zu können. Apropos Uber, man hört auch, dass die schon Interesse zeigen. Uber hat sehr großes Interesse. Die Frage ist, was machen Sie konkret? Bleiben Sie reine Plattform oder gehen Sie auch in die Luftfahrzeugentwicklung hinein? Da gibt es verschiedenste Gerüchte am Markt und man wird sehen, wo sich das hinentwickelt. Selber schon geflogen? Mehrmals und es fühlt sich großartig an. Zufrieden mit dieser Präsentation in Ried? Ja, sehr gut.
Sehr zufrieden. Ist wunderbar, ja. Sind Sie selber schon geflogen? Natürlich. Es ist eine Müssen. Ja. Wie oft? Weil ich bin ständig außerhalb China. Daher, wenn ich in China, kann ich jederzeit, jeden Tag fliegen. Aber außerhalb, das gibt es nicht so viele Zulassungen, die ich fliegen könnte. FACC, ein auch in China guter Partner? Sehr gut. Global die eine der besten. Herr Magister Vormeier, eine starke Zeit beginnt, gerade jetzt in einer effektiven Einkaufszeit, eine gute Zugnummer. Ja, also das AirTaxi ist bei uns, soll bei uns als Ausstellung da sein. Wir wollen somit der breiten Bevölkerung etwas Besonderes bieten, das live zu erleben, so sichtbar zu machen. Es ist schon sehr viel darüber geredet worden, aber man kann sich nicht wirklich was vorstellen. Und das wollen wir bei uns in der Weberzeile in der Bühne des Innviertels präsentieren. Wann wird es genau zu sehen sein? Es wird ab sofort zu sehen sein, bis 4. November steht es tagtäglich hier. Und es gibt dann spezielle Tage, so Besuchertage, wo man sich dann wirklich auch reinsetzen kann und das live erleben kann. Aber nach Hause geflogen wird man noch nicht? Fliegen kann man leider noch nicht. Da fehlen noch die Genehmigungen, aber ich denke, da wird in den nächsten Monaten und Jahren daran gearbeitet und dann wird das auch in naher Zukunft schon möglich sein. Ernst May, in Zukunft wird es heißen, die Kunden kommen auch aus der Luft. Ja, hoffentlich kommen sie auch aus der Luft. Es ist ganz egal, wo ich herkomme im Auto. Wichtig ist mir, dass umweltfreundlich kommen und dass zu Fuß kommen. Das ist das Entscheidende. Macht man auch bei solchen Events für sich selber Fotos? Natürlich, vor einem AirTaxi kann man nicht jeden Tag posieren. Kann man das beruflich einmal einsetzen, vom Königlberg zum Stadion? In 20 Jahren kann ich mir das schon gut vorstellen, ja, warum nicht? Stolz auf FACC, stellvertretend für alle Leitbetriebe, die teilweise Weltmarktführer sind, bei uns in Ried und in der Region im Innviertel angesiedelt sind. Wir sind eine der stärksten wirtschaftlichen Regionen Oberösterreichs. Und das zeigt natürlich auch auf, dass gerade im Bereich der Forschung und Entwicklung bei uns wahnsinnig viel geleistet wird. Dass dabei dann Kooperationen gibt zwischen Handel auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Industrie, zeigt, dass intelligente Lösungen bei uns in der Region und in der Stadt immer im Vordergrund des Suchens einerseits stehen und andererseits gefunden werden. Wo werden die Besucher für das Innviertel in Zukunft landen können? Wenn sich das durchsetzt, werden wir relativ viele Landeplätze brauchen, glaube ich. Ja. Aber vielleicht hat dann bald jeder einen selber daheim stehen. Wie sieht es am Datenhighway aus? Das Ganze muss ja über doch 5G oder mehr funktionieren eines Tages. Gute Datenhighway für 5G-Netze kann ich jetzt selber nicht sagen, aber für die Glasfaserzuleitungen, die wir dafür brauchen, natürlich sind wir aktiv. Und das ist ja ein Job, den der Infotec gerade in vielen, vielen Gemeinden, im Bezirk Ried und im Bezirk Schering aktiv bearbeitet. Und wir investieren in den nächsten paar Jahren hier 30 Millionen Euro aus eigener Finanzierung und haben es auch gelungen, einige Gelder aus der Breitbandmilliarde hier in die Region zu holen. Also insofern, das werden wir jetzt sozusagen für die Einwohner hier im Innviertel nutzen. Has only just begun.